Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 288. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, hi. Und der Herr Basti. Gute. Die anderen Damen und Herren lassen sich entschuldigen, das war alles ein bisschen spontan. Unser Sonntag ist ja auch nicht bei jedem frei. Das zeigt sich auch, dass hier im Chat gerade irgendwie wenig los ist. An diejenigen, die neu als Live-Hörer hinzukommen, ihr könnt uns wöchentlich bei der Aufnahme live hören unter eintracht-podcast.de/live und da ist auch ein Link zu einem Live-Chat, wo man während der Sendung hier korrigieren kann, wenn wir mal wieder anfangen, Dummfug zu erzählen. Wollen wir gleich über den Dummfug von dem Schiedsrichter reden oder wollen wir erstmal über das Spiel an sich reden? Naja, wir können das Spiel ja mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Die Eintracht in den ersten paar Minuten, also wir reden hier über das Spiel, logischerweise Eintracht gegen den FC Schalke, ja. Muss man sozusagen, ja. Weil wir haben ja jetzt ehrlich gesagt noch nicht über den HSV gesprochen, deswegen, weißt du, über das Spiel gegen den HSV haben wir ja nicht gesprochen. Stimmt. War gut. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt zu lange her, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig aber natürlich drüber reden. Ein paar Worte können wir schon verlieren, oder? Wenigstens also eine positive Sache. Ja, also wir haben gewonnen. Ja, also ich fand das HSV-Spiel war für mich als Fan das anstrengendste der ganzen Hinrunde, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es alles drin hatte, was man sehen will und was man auch nicht sehen will. Also die Eintracht war in den ersten 10 Minuten in Hamburg so wie in Berlin. Also so, du hast gedacht, was ist denn da für ein Hühnerhaufen unterwegs? Ja. Und dann mit seinen begrenzten Mitteln hat der HSV dann irgendwie nach Standardsituation das 1-0 gemacht. Aber was danach passiert ist, war schon teilweise überragend. Also die Eintracht, ohne es zu übertreiben, hätte, glaube ich, 5-1 zur Pause führen müssen. Müssen, ja. Also das waren jetzt keine Halbchancen, was wir immer bemängelt haben. Also die Eintracht, wir haben in den Wochen davor immer bemängelt, dass die Eintracht es gut bis zum 16er spielt, aber dann fehlt die finale Konsequenz. Die war diesmal eigentlich da. Das heißt, die Chancen sind ziemlich klar herausgespielt worden und dann leider nicht genutzt worden. Und ja, aber auch nur in diesen, was waren das, 15, 20 Minuten. Danach war es dann auch wieder so. Kann ja reichen. Ja, ja. Wenn du plötzlich 5-1 führst, dann reicht es schon. Dann würde das reichen. Wenn du halt nur 2-1 führst, dann ist ab der 35. Minute Verwalten eher so schlecht für die Nerven. Ja, und das war ja das Ding. Und das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert, konnte ich dann auch nicht fassen. Weil wenn du einen Gegner hast, den hast du so parat schon gespielt. Hm. Eigentlich kam die Eintracht in der zweiten Halbzeit dann immer besser raus. Und diesmal, das war ja ein grauenhaft. Und das Spiel hätte ja dann am Ende 5-5 ausgehen müssen eigentlich. Ja. Das war schon, also diese 45 Minuten bis zum Schluss, also dieses Zittern, das waren gefühlt 3 Stunden. Also mit dem besseren Ende, aber ich war danach irgendwie, ich habe mich natürlich gefreut, aber ich war eher erleichtert. Es war eher, also ich war fast schweißgebadet. Und wenn ihr nicht so viel drüber reden wollt, können wir mit dem schweißgebadet ja gleich überleiten, weil das war ich nach dem Schalke-Spiel und in der Nacht dann auch noch. Aber aus anderen Gründen leider. Also ja, genau, leiten wir gerade über. Das heißt, die Eintracht ist ja trotzdem mit schon einem Rückenwind jetzt in das Schalke-Spiel gegangen. Für uns war es ja ganz wichtig, dass wir bei dem HSV jetzt sogar wirklich 3 Punkte geholt haben. Dementsprechend unser Saisonziel auf jeden Fall auch nach der für die Hinrunde eigentlich schon erreicht hatten. Das ist jetzt super gut gewesen. Wir hatten eine ordentliche Punktzahl, mit der wir jetzt eigentlich sagen konnten, egal wie es jetzt auch gegen Schalke läuft, wir sind gut dabei. Hatten wir 25 Punkte, mega stark. So kann man eine Hinrunde spielen. Halt natürlich mit der Auswärtsbilanz, die dann auch toll ist. Und dann starten wir gegen Schalke, gleich aber mit einem richtigen Ausrufezeichen in der ersten Minute schon, der Jovic diesmal wieder auch wieder gespielt, gleich das Ding reinsemmelt. Da habe ich echt gedacht, krass, was ist hier eigentlich los? Ne? Also es ging für mich gleich mit einem richtigen Ausrufezeichen weiter. Und ich fand, die Eintracht hat sich das in der Folgezeit auch durchaus ein bisschen erspielt, oder? Ja. War ein geiles Tor auch. Also ich muss sagen, das hat unseren Traktor Rebic wieder sehr gut gezeigt. Wie er den Ball da erkämpft, ihn weiterleitet, Gacinovic endlich mal in entscheidenden Situationen mit der richtigen Übersicht. Weil da Gacinovic von den letzten Wochen, der hätte dann irgendwie nochmal kurz gewartet oder keine Ahnung, hätte unmotiviert selber abgeschlossen. Mhm. Aber er hat dann den Ball direkt weitergeleitet, glaube ich sogar durch die Beine von dem Schalke-Verteidiger. Mhm. Und Jovic stand dann dort und das war schon super. Also das waren unsere, die drei da vorne, das war schon echt geil gemacht. Und Marvin hat es ja gesagt, im Anschluss hat man sich das einigermaßen verdient, wenn auch nicht auf überragendem Niveau. Nee. Aber trotzdem so, dass man sagen konnte, okay, Schalke ist eine gute Mannschaft, das hat man an gewissen Stellen gesehen, aber
wir führen jetzt hier zu Recht, auch wenn Radetzky natürlich einmal richtig krass eingreifen musste. Ja, also das war eine herausragende Parade. Ich glaube, es war dürfte kurz vor dem Halbzeitpfiff gewesen sein. Wo er den Arm dann noch so hochreißt. Ja. Also innerhalb, also in der kürzesten Nähe, ich glaube, dass Schöpf derjenige war, der geschossen hat. Ja, ich habe es nur im Stadion gesehen. Und es war ja brutal, dass Radetzky da noch die Arme hochreißen kann, das den potenziellen Ausgleich verhindert. Richtig stark gemacht, muss man sagen. Da hat er uns wirklich wieder, weil gerade ist ja ein strategisch wichtiger Moment. Hätten die in der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit das 1-1 gemacht, wären wir irgendwie ja ein bisschen trauriger gewesen, beziehungsweise wäre auch für die Spieler schwieriger geworden. Aber hat das auf jeden Fall sicher gehalten. Ja gut, und dann ging es in die Pause. Also du hast schon gemerkt, Druck auf beiden Seiten war schon da. Die Schalker waren auch nicht schlecht, hatten versucht, Torchancen zu kreieren. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann einigermaßen so weiter. Auch von beiden Seiten der ein oder andere gute Chance. Ich kann mich an eine Szene noch erinnern. Lass mich überlegen. Da war noch, ich weiß gar nicht, wer geschossen hat, aber da war noch eine gute Szene vor unserem 2-0, war noch eine ganz gute Szene der Schalke. Vielleicht wisst ihr das noch? Naja gut, auf jeden Fall haben sie die ganze Zeit einigermaßen gut auch Druck gemacht, aber die Eintracht hat ja eigentlich ganz gut dagegen gehalten. Na, ich fand, wir haben so ein bisschen ab der 15. schon so ein bisschen die Zügel manchmal so schleifen lassen und versucht, so ein bisschen das Spiel zu verwalten, was ja, uns jetzt nicht so ganz gelungen ist. Mhm. Ja, das fand ich auch. Es gab in der ersten Halbzeit auch so eine gewisse Phase, wo die Eintracht ziemlich unsortiert auch war und wo der Ball irgendwie 3-4 miteinander einfach nur rausgebolzt wurde. Da warst du dann schon froh, dass erstmal ein bisschen Ruhe drin ist. Das habe ich auch so gesehen, aber ich habe es, glaube ich, eher darauf zurückgeführt, dass A, die Eintracht, ja wie gesagt, englische Woche, und B, dass Schalke das auch einigermaßen gut gemacht hat. Die waren schon sehr ballsicher. Du hast bei denen schon gesehen, dass der Tedesco da, der hat da zumindest Struktur ins Spiel gebracht. Also die sind nicht überragend, aber die sind so ein bisschen wie die Eintracht auf einer Stufe höher, ein bisschen dadurch, dass sie natürlich bessere Spieler haben, was natürlich normal ist, wenn du ein bisschen mehr Arsch hast, aber die kannst die Mannschaften, finde ich, schon vergleichen, weil Schalke spielt jetzt auch keinen Hurra-Fußball. Also, nee, das stimmt, ja. Mhm. Schalke ist jetzt eine Mannschaft, die auch übers Kollektiv kommen, die über vollen Einsatz kommen, aber wie ich schon gesagt habe, durch die hohe individuelle Klasse von ein paar Spielern, ist das natürlich effektiver als bei der Eintracht, wo es natürlich an manchen Stellen noch hakt. Aber ich fand nicht, dass das unverdient war. Weil die Eintracht, wie der Marvin gesagt hat, ein bisschen hat sie sich das Glück auch erarbeitet. Und wir hatten das an vielen Stellen in der Saison auch nicht. Also das war, ich erinnere mich oft und ungern an das erste Spiel gegen Wolfsburg, wo du wirklich wie die Feuerwehr loslegst, Pfosten und Latte triffst. Und am Ende liegst du 0-1 hin und jetzt war es halt mal andersrum. Und eigentlich haben wir es ja auch so gewollt. Wir haben ja gesagt, uns ist es völlig Wurst, wie die Eintracht da in Führung geht und warum. Ja. Mhm. Weil es ist das letzte Spiel, rette dich über die Ziellinie mit noch dem kleinen, der kleinen Ausfahrt Heidenheim noch. Aber so dieses, dass die Eintracht Schalke niederspielt, hätte ich eh nicht gedacht. Nee. Und deswegen war ich auch echt hochzufrieden. Und auch mit der zweiten Halbzeit. Und da hätten wir auch schon nach dem 2-0, was auch sensationell gemacht war, wieder von Aller. Ja, auch wieder Vorlage Gacinovic wohlgemerkt, der sowieso irgendwie. Aber was für eine Vorarbeit. Also wie er den da Abwehrspieler da ins Kino schickt, war auch schon super gemacht. Das sind diese Momente, die wir von Gacinovic wollten. Dass er gefällig spielt, haben wir immer gesagt. Er war in den letzten drei Spielen vielleicht so ein bisschen neben sich, aber dass er diese besonderen Momente drin hat, hat man ja immer gesehen, sonst hätte man sich ja nicht so sehr über ihn aufgeregt. Ja, nee, also, die Pause hat ihm definitiv gut getan an der Stelle. Wie er da reinzieht, das sind diese Momente, die er oft probiert hat, die nie geklappt haben, aber diesmal hat er gezeigt, was er bewirken kann und das ist ja das, was wir von ihm wollten. Und er ist in Topform gerade, war super, hat in Hamburg auch das Tor gemacht, auch schön ruhig und ja, so ist er auf jeden Fall aus der Stammelf nicht wegzudenken und Alain macht das Tor auch gut. Und herausragend, also ich meine, diese Körperbeherrschung musst du dann auch erstmal haben, ja, dann, dass du weißt, wo dein Hacke ist und dass du zur richtigen Zeit, zur richtigen Situation auch ansetzt, dass es halt zum 2-0 dann geriert. Das ist schon richtig geil gewesen. Mhm. Das war auch geil. Da kannst du nichts gegen sagen. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne aufhören, über das Spiel zu reden. Ja, ich auch. Ja, aber genau da war dann für mich so der Knackpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Eintracht hat dieses 2-0 erzielt und sie fühlt sich jetzt doch auf dem relativ sicheren Weg. Und danach gab es für mich ein bisschen einen Einbruch. Also ich meine, es gab ja zuvor dann auch schon den einen oder anderen Wechsel. Ich glaube, da kurz davor ist ja halt Harit, De Santo gekommen.
Embolo kam dann auch, ja, der kam dann ein paar, zwei Minuten später nach dem 2-0. Das heißt, du siehst hier ganz klar, die Schalke haben sich noch nicht aufgegeben. Die wollen jetzt hier noch irgendwie sehen, dass sie dementsprechend für den diesmal nicht so starken Konopljanka, wollten sie diesmal sehen, dass da jetzt noch mehr geht. Die wollten jetzt hier wieder einen Anschluss kreieren. Und die Eintracht ist dummerweise ein ganz schönes Stück zurückgefallen. Also gefühlt ist der Spielaufbau nach dem 2-0 nicht mehr so wirklich konsequent umgesetzt worden. Für mich kam es so vor, als hätte hier so ein bisschen der Spielaufbau ja stagniert. Ja, du hattest viele, viele Fehlpässe im Mittelfeld, die dann zu diesen unnötigen Kontern und das alles geführt haben. Also du hast dich da schon selbst ganz schön unter Druck gesetzt. Ja, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen Schalke gespielt haben. Also ja. Ich finde, dass die Eintracht das trotzdem, die Eintracht hat dieses Feuer Schalke trotzdem einigermaßen in Grenzen brennen lassen, sag ich mal. Also das war nicht so, dass ich denke, ihr kommt jetzt, die waren ja eine Zeit lang Tabellenzweiter auch die ganze Zeit. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass hier der Tabellenzweiter ist, sondern das waren Spieler komplett auf Augenhöhe. Du musst halt einfach diese Cleverness dann halt haben, wenn du so eine Führung verwaltest. Oder auch das Glück, ehrlich gesagt, sorry, dass der Linienrichter genau aufpasst. Weil der eine Pass, ich glaube, es war von Aller auf Gacinovic oder umgekehrt, bin mir nicht sicher, aber das war kein Abseits. Und dann wäre er allein aufs Tor gelaufen. Das war definitiv kein Abseits. Also das war ist einfach, gleiche nein, Höhe. Das ist einfach nervig. Das ist nervig, weil die Eintracht natürlich hat die Siege von Eintracht stehen oft auf tönernen Füßen. Das ist mir bewusst. Die Eintracht wird auch nicht in Gänze betrogen, dass ich sage, oh, das hat die Kölner Ausmaß oder so. Nein, das will ich gar nicht sagen. Aber es gibt Szenen und die regen mich massiv auf und wir nehmen jetzt schon wieder Sonntag auf, deswegen wahrscheinlich auch noch mehr. Das ist diese eine Abseitssituation, das ist kein Abseits, Punkt. Nee. Dann wink's nicht ab, lass es durchlaufen, wenn was ist, Videobeweis. Die zweite Szene, die mich nervt, ist, dass Wolf an der Außenlinie ganz klar gefoult wird. Das Ding hinten dann, an der Eckfahne, wo er dann mehrere Minuten da liegen bleibt. Wenn Schiedsrichter das pfeift, dann ist das Spiel um. Da lässt die Eintracht sich viel Zeit, spielt wahrscheinlich nochmal einen Kurzpass an, stellt sich an die Eckfahne, wird wahrscheinlich nochmal gefoult oder holt einen Eckball raus, egal. Das sind natürlich keine krassen Sachen. Mich nervt es trotzdem, wie sowas sein kann. Das sind trotzdem, natürlich sind es keine großen Sachen, aber die sind spielentscheidend. Punkt. Da braucht mir auch keiner was erzählen, von wegen, es gleicht sich aus, ein Scheißdreck gleicht sich aus. Was soll das? Also die Eintracht hätte das Spiel gewinnen können und die hat dann natürlich am Ende, natürlich ist die Eintracht auch selber schuld. Du musst das 2-1 und 2-2 nicht kassieren. Aber das sind Szenen, die sind mir im Kopf geblieben und die machen mich massiv sauer. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Darf auch nicht vergessen, dass bei der Frankfurter Eintracht war es auch so, wir sind auch defensiv nicht mit unserer aller absolut ersten Elf aufgetreten. Wir haben Abraham ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler, den wir nicht zur Verfügung hatten. Das heißt, für ihn ist Russ in die Partie gerutscht. Russ hat die ein oder andere richtig gute Aktion gehabt, hat aber auch ein ums andere Mal wirklich Mist gebaut. Also der war als Ersatz nicht so wirklich optimal an der Stelle. Ich meine, Fallett hat viel weggemacht, der war diesmal wieder richtig gut, aber du hast schon in vielen Stellen gesehen, dass Russ so ein bisschen diese Lücke da hinten in der Abwehr halt einfach zu weit aufmacht. Und dann ist es halt auch schwierig, gegen so einen tabellengut stehenden wie Schalke natürlich auch zu bestehen und den Laden sicher zu halten. Und das Problem war halt das 2-1. Da haben wir uns dann komplett irgendwie verrückt machen lassen. Und danach war der da, und das sind die kleinen Fehler. Ich gebe dem Bosti vollkommen recht, es ist natürlich eine ebenbürtige Mannschaft und wir haben da auch ein bisschen Pech gehabt. Aber das, was mich halt auch nervt, sind leichte Fehlpässe. Dass ein, und da muss ich leider wieder den sonst starken Radetzky zur Raison ziehen. Es kann nicht sein, dass wir Freistöße bzw. Abstöße sinnbefreit direkt zum Gegner geben. Das ist eine sinnlose Aktion, die uns immer wieder in Bedrängnis bringt. Immer wenn wir den Ball hatten, ist er zu 90%, also durch einen Abstoß, ist er sofort wieder zurückgegangen. Es gab ein um die andere gefährliche Chance, dadurch kreiert wurde. Und da bringen wir uns selbst in Bedrängnis. Das heißt, wir müssen immer wieder versuchen, dagegen zu halten. Statt, dass wir schlauer sind, Bälle absichern, mehr Freistoß schinden, mehr Elfmeter schinden. Elfmeter ist absurd. Aber mehr Freistöße schinden, mehr kleine Nicklichkeiten zu unseren Gunsten ausnutzen. Und das ist ärgerlich, weil das hat uns immer wieder in die Bedrängnis zurückgebracht. Und das fand ich ungut gelöst, aber natürlich muss man halt auch sagen, Russ ist natürlich jemand, der natürlich viel Erfahrung hat, aber halt nicht so spielintelligent ist wie zum Beispiel in Abraham, und das hat dann natürlich dazu beigetragen, dass diese Sicherheit nicht in dem Maße da war. Ja, und dann kommt noch dazu, dann, wie gesagt, du kassierst das 2-1, aber dann bist du in der, eigentlich, und da muss ich mich eigentlich schon aufregen, da bist du in der 94. Minute. Du siehst, dass Fährmann jetzt Abstoß hat.
Ja, ich glaube, es Fährmann war derjenige, der Abstoß hat. Dann muss ich doch, wenn der Abstoß in der 94. Minute ist, muss ich doch die Pfeife nehmen, muss abpfeifen. Aber nein, es geht immer noch weiter. Ich meine, das Tor ist in der 95. Minute gefallen, das 2:2. Da kann man natürlich, ja, das waren halt nur 30 Sekunden, aber es waren 30 Sekunden. Was ist los? Wozu überhaupt 4 Minuten? Sind 3 Tore bis dahin gefallen. Warum 4 Minuten? Das ist eher der Punkt. Also, dass der Schiedsrichter die Zeit, die in der Nachspielzeit irgendwie vielleicht nochmal irgendwie verloren geht durch irgendwelche Zeitspiel oder er hatte ja dann noch die kurze Unterbrechung, wo er Tedesco dann noch auf die Tribüne geschickt hat und so weiter. Das kann er ja alles nachspielen lassen. Das ist ja regeltechnisch erstmal in Ordnung. Aber ich frage mich, woher kommen diese 4 Minuten? Weil ich habe keine Unterbrechung gesehen, die jetzt 4 Minuten gerechtfertigt hätten. Ja, also das war für mich ein absolutes Rätsel. Es ist keine Linie drin. Du hast heute, glaube ich, beim 4:4 zwischen Hannover und Leverkusen, hattest du 2 Minuten Nachspielzeit. Bitte begründe mir, warum bei so einem Ding 2 Minuten und bei uns 4 Minuten nachgespielt werden. Das ist für mich ernsthaft schwer zu begreifen, gerade im Lichte dessen, dass gestern erstaunlich viele Spiele in der letzten Minute noch mit einem Unentschieden oder mit ganz, ganz späten Gegentoren zu Ende gegangen sind. Kleiner Verweis hier auf das Spiel Augsburg gegen Freiburg, wo in der Nachspielzeit 2 Tore gefallen sind. Und das war nicht das einzige Spiel. Also das hat für mich alles ein bisschen Geschmäckle und ich finde es extrem unglücklich. Natürlich haben wir dadurch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition eintauschen müssen gegen eine gute Ausgangsposition und haben leider nur 1 Punkt bekommen. Natürlich ist es immer noch okay, aber ich muss sagen, das irritiert mich. Das finde ich immer noch sehr befremdlich. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, 4 Minuten. Also ich war schon fix und fertig bis zu 90 Minuten und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, und dann war nochmal 4 Minuten und diese 4 Minuten sind ja dann so elend lange. Und dann hast du diese, wie der Marvin sagt, dann hast du diese 4 Minuten schon. Und dann denkst du, okay, Wolf wird gefoult. Dann habe ich gesagt, geil, das war's. Dann pfeift er das tatsächlich nicht. Genau, ja. Weil das wäre es dann gewesen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, gut, das ist jetzt der letzte Angriff. Ja, und dann fällt natürlich das Tor. Wo auch eine Szene war, gut, die fand ich ein bisschen unübersichtlich. Die will ich auch gar nicht abschließend bewerten. Aber meiner Meinung nach ist Burgstaller da im Abseits. Und wenn ein Verteidiger mit irritiert und oder behindert oder bindet oder was weiß was, dann greift er für mich ehrlich gesagt ins Spiel ein. Und das ist Abseits dann. Fertig. Also, ich weiß nicht. Ja. Das ist natürlich diskutabel und jetzt keine grobe Fehlentscheidung. Wahrscheinlich gibt es da auch Interpretationsspielraum. Aber die Summe dieser Kleinigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, das abgepfiffene Ding da an der Mittellinie, wo Alea auf Gacinovic spielt, dann dieses nicht gepfiffene Fallen Wolf und dieses vermeintliche Abseits vor dem 2:2, das summiert sich dann bei mir schon auf zu einer gewissen Wut, die bis jetzt auch noch anhält, ehrlich gesagt. Mhm. Weil die Eintracht unfassbar fett drin gewesen wäre. Und das wäre dieses Spiel, natürlich bin ich zufrieden. Also ich bin natürlich zufrieden. Ich hätte vor diesen letzten Spielen, habe ich ja gesagt, mir reichen 3, 4, 5 Punkte. Wir haben 7 geholt. Also sorry, das ist überragend. Nichtsdestotrotz, wenn man so kurz davor ist, mich ärgert es massiv. Ja. Immer noch. Mich ärgert es massiv. Die Tatsache, weil das so eine gewisse, du sitzt da, mir ist heiß und kalt geworden. Ich konnte, meine Freundin hat gestern Geburtstag gehabt. Wie saß denn da? Da waren Gäste. Ich konnte aber eine Stunde nicht reden. Ich hatte keine Lust. Ja. Und das ist ja auch nicht normal, aber es ist trotzdem so. Ich dass du nicht reden kannst, ist definitiv nicht normal. Ja, aber weißt du, aber das ist, aber es ist halt auch frustrierend, denn das Problem, also was mich halt enorm stört, ist die Tatsache, wir brauchen ihn jetzt gar nicht um Europa und so weiter und so fort reden. Ja, das ist alles ganz schön. Und als die Gesänge kamen, kam ich mir ehrlich gesagt schon wieder komisch vor, weil ich genau wusste, jo, Leute, das geht ja wieder nach hinten los. Aber das Problem ist halt, das ist ja unabhängig davon, ob wir jetzt Europaträume haben oder nicht. Wir haben hier diese super geile Ausgangslage gehabt, also dass wir endlich mal wieder einen Heimsieg mit einem Heimsieg gut in die Winterpause gehen. Das sind Punkte, die uns nachher irgendwo schon fehlen können. Weißt du, und das ärgert mich, weil wir genau wissen, dass es in der Rückrunde ein ganz anderes Spiel ist. Da wird viel mehr um Punkte gekämpft. Da ist jeder einzelne Punkt, den du da dir in der Rückrunde arbeitest, viel schwerer arbeitet als in der Hinrunde. Das kennen wir aus den letzten Jahren. Deswegen wäre es mir umso lieber gewesen, dass wir mit 28 Punkten in die Rückrunde starten, weil es jetzt noch relativ einfach gewesen wäre und es wäre auch nicht unverdient gewesen. Aber da gibt's dann gewisse Dinge, die nicht zueinander passen und die für mich auch Stand heute, Sonntagabend, einfach schwer zu begründen sind.
Und es mich einfach mega fucking ärgert, weil ich habe auch keinen Bock, dass die Schalke dann nach dem Abpfiff dann da so jubeln, wie als hätten sie jetzt gerade einen Europapokal gewonnen. Kleiner Spoiler, ihr werdet nie einen Europapokal gewinnen, ihr gewinnt überhaupt nichts mehr, was mit deutsche Meisterschaft zu tun hat. Wisst ihr ja, kennt ihr seit langer Zeit, ne? Also ich meine, spätestens seit dem Trauma, als die Bayern euch in der letzten Minute durch einen Freistoß ja, bauten. Ja, was ich auch mitbekriegt habe, ich weiß ja nicht im Stadion, aber da gab es ja diesen... Hier, wie die Melodie von diesem ne, hat die Eintracht ja umgestimmt von wegen, wollen nach Europa, bla, bla. Und Schalke haben es ja dann irgendwie nach dem Spiel umgestimmt von wegen, ihr kommt niemals nach Europa, bla, bla. Ach was, okay. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, ich hatte eigentlich jetzt nicht so viele krasse Antipathien gegen Schalke, nicht mit jetzt schon. Weil wieder mal, wie gesagt, ganz ehrlich, was wollt ihr denn? Also die spielen jetzt mal, die spielen in einer unfassbar schlechten Bundesliga. Spielen die jetzt mal eine gute Hinrunde und mit dem Geld wollen die sich jetzt gerade einen drauf runterholen oder was? Also sorry, Schalke ist im Endeffekt, was das Geldverprassen anbelangt, eigentlich das in Wolfsburg mit Tradition. Also da wird auch über Jahre hinweg viel, viel Geld eingesetzt, wo nicht viel bei rumkommt. Und wie der Marvin es gesagt hat, was bilden die sich da? Ach Gott, die haben gegen die Eintracht 2-2 gemacht. Die haben Embolo für paar 20 Millionen geholt. Also das ist alles... Ich finde immer, dass Vereine wie Wolfsburg, Schalke und so, ich finde immer, die machen einen auf Understatement immer. Ich finde das unerträglich, ehrlich gesagt. Ich finde unerträglich, wie Vereine wie Schalke und Wolfsburg, die seit Jahrzehnten oder ja, sagen wir mal in den letzten 10 Jahren mindestens, immer unter den Top 4 sind, was die Gehälter betrifft, so nachsichtig mit sich selber sind, so, ja, wir sind jetzt hier gerade im Umbruch und ja, wir müssen da auch Zeit geben, bla. Ja, ja, Leute, gesteht euch einfach ein, dass ihr echt viel Geld verbrennt. Und Wolfsburg ist ja genau das Gleiche, die verlieren gegen eine A-Jugendtruppe von Köln. Und die wollen mir einen erzählen, ja, das ist ja klar, nach der schweren letzten... Leute, Wolfsburg ist immer noch unter den Top 4, was die Gehälter betrifft. Schalke genauso. Und da braucht mir keiner irgendwas erzählen. Und natürlich sind die Ausführungen jetzt auch noch gefärbt davon, dass ich echt sauer bin wegen gestern. Aber das muss man aber ja, sagen, wenn man Häme von denen abkriegt, dann werde ich es auch beantworten. Und ja, Schalke ist ein Verein, die sollten mal ganz still sein mit ihrem Massentierhaltungschef da, der soll einfach die Wahrheit sagen. Naja gut, und Gazprom sponsert die auch mit jährlich 25 Millionen, das ist jetzt auch nicht ganz so wenig. Das ist angesichts nicht so der nicht das sympathischste Unternehmen. Nee, ist jetzt auch angesichts so der politischen Verwicklung vielleicht auch nicht absoluter Sympathieträger. Ja, wie dem auch sei, ja, ich sehe es momentan natürlich auch so ein bisschen emotional aufgeladen, aber mich ärgert es halt auch. Ich kann es natürlich verstehen, wäre ich an der Schalker Stelle, hätte ich mich auch gefreut, dass ich in der letzten Minute 2-2 gemacht habe. Aber mich fuckt es halt ab und ich habe keinen Bock, dass sie dann jubeln. Und das hat für mich einfach die Stimmung so wieder versaut. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr. Es war einfach, ja natürlich, vorher hätte ich ein 2-2 unterschrieben, danach, weil es in dieser extrem bitteren Scheiß 95. Minute gefallen ist, finde ich es halt nicht geil. Und dann regt mich das natürlich auf und dann ist das für mich halt 2 verlorene Punkte, muss ich so sagen. Und natürlich sind die Schalker in Ordnung, aber dieser scheiß Naldo geht mir halt auch im Sack, dass der immer wieder trifft. Meine Fresse. Ja. Will auch gar nichts mehr dazu sagen. Ist einfach scheiße. Die Eintracht ist zu blöd gewesen, das Ding über die Zeit zu kriegen, weil sie nicht schlau genug waren, dementsprechend Zeit zu schinden. Aber ganz ehrlich, jo, wenn ich dann trotzdem immer noch weiterlaufen lasse, vielleicht hätte es auch noch bis zur 97. Minute gedauert. Ja, und dann hätten wir in der 97. Minute vielleicht 2-2 bekommen. Also keine Ahnung. Da muss man auch mal eine klare Linie finden und es darf man mir gerne mal begründen, warum wir überhaupt 4 Minuten und dann sogar im Endeffekt sogar Reitezeit 5 Minuten nach spielen lässt, bei einem Stand von insgesamt 3 Toren, die gefallen sind, weil das lässt sich mir nur sehr, sehr schwer begründen. Schwere Verletzungen gab es zum Beispiel nicht. Und wir haben auch, und man darf nicht vergessen, wir haben in der ersten Halbzeit schon nachspielen lassen. In der ersten Halbzeit waren es schon plus 2 Minuten, wenn ich das richtig habe. Ja. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Minuten Nachspielzeit gehabt. Bitte dies zu begründen. Es kann nicht sein, dass das immer wieder so subsumiert wird, nur damit es irgendwelchen Leuten passt. Das fand ich einfach mega zum Kotzen und da zieht man unnatürlich den Ärger auch auf sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin aber auch froh, dass die Bundesliga-Saison jetzt, die Hinrunde jetzt erstmal vorbei ist. Sorry. Wie blöd sich die Eintracht stellenweise angestellt hat, fand ich, konnte man ganz gut in dieser Schwalbenaktion von Willems in der 30. Na, Minute. Das war eine Scheißaktion. Ja, aber also, dazu habe ich auch noch eine Frage, ganz ehrlich. Ja. Darf man das dann abpfeifen? Ja. Warum? Na, weil es ja in dem Moment kein Vorteil für dich ist. Ja, aber gut. Vorteil wäre es ja gewesen, wenn es ein Foul gewesen wäre und wir weiter in Ballbesitz bleiben. Ja, aber ist eine Schwalbe ist quasi ein Foul oder was? Also was rechtfertigt, wenn... Okay, das darf man abpfeifen. Das ist eine gute Frage.
Weil im Endeffekt hätte er ja auch einfach sagen können, ja, Schwalbe weiterspielen. Also bei einer Schwalbe wird ja normalerweise weitergespielt. Also wenn die Situation eintrifft, der Schiedsrichter sagt Schwalbe, dann kriegst du manchmal dann eine gelbe Karte, bleib egal. Auf jeden Fall. Frage. Die Eintracht hat ja den Ball gehabt. Und das war die auch Eintracht hat den Ball gehabt, wenn er weitergelaufen wäre, dann wären wir 3-2 gewesen, aber so wären wir im Ballbesitz gewesen und klar, Jovic das war ja ich wollte rechts das jetzt durch. Mal. Also Rebic hätte das Ding ja durchstecken können und dann wäre da das 2-0 schon viel früher gefallen. Also das ist auch, ja, ist eine Frage. Kannst du es darfst du es abpfeifen oder nicht? Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Glaubt der Schiedsrichter hat auf jeden Fall die Möglichkeit, es abzupfeifen, wenn er sich nicht merken kann, dass er ihm gleich eine gelbe Karte geben wird. Vielleicht ist das die Begründung. Ah, weiß ich nicht. Ja, also ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, weil es dann auch für uns auch zum Nachteil, zum doppelten Nachteil, nicht nur die gelbe Karte, die an sich schon ein Nachteil ist, sondern auch die Situation, die dann abgepfiffen wird, ist definitiv diskutabel. Lösung weiß ich jetzt halt auch nicht. Ne? Also, zumal aber, da er das auch nicht auch irgendwie so ein Ding im Mittelfeld gewesen wäre, sondern da wäre ja eine ganz klare Torschance draus entstanden. Ja. Gut ist, man darf auch nicht verschweigen, das ist dumm von Williams auch. Auf jeden Fall. Also auf jeden hat mich Fall. Mega geärgert, deswegen, also was ich eben schon angedeutet habe. Ich finde es eine mega schwachsinnige Aktion, macht doch so eine Scheiße nicht. Da ziehst du unnötig den Ärger auf dich und es ist, also man braucht es nicht. Bitte aufhören, nie wieder so eine Scheiße machen. Ja, vor allem halt auch so plump. Ja, nein, ja, aber weißt du, das kannst du, also ich will's, ich sehe es nicht, generell nicht gern, aber vielleicht gibt es Situationen, in denen das schlauer gemacht, noch irgendwo verständlich ist, und da will ich jetzt nicht die Schutzschwalbe von Möller darauf zurückkommen, aber naja, es ist halt einfach blöd und diese gelbe Karte hat er sich total schwachsinnig geholt. Grundsätzlich will ich aber mal wieder zum Positiven gehen und will sagen, wir haben eben Gacinovic schon gelobt, vollkommen zu Recht. Ich will mal wieder ein paar positive Dinge sagen. Aller nach seiner Einwechslung hat er mir auch gut gefallen, ja, hat endlich mal wieder ein Tor geschossen. Also, sehr ballsicher auch, das irgendwie bewundere ich das immer wieder. Also der ist sehr ruhig am Ball, der spielt kluge Pässe, der ist irgendwie von seiner Persönlichkeit echt jemand, der so einen beruhigenden Faktor hat. Der ist nie hektisch und so, also ich finde das sehr, sehr angenehm. Ja, finde ich auch. Und ich will halt einfach mal wieder ein paar positive Sachen sagen. Und auch wenn wir uns jetzt natürlich berechtigterweise ärgern, dass wir halt 2 Punkte hier verloren haben. Aber die Eintracht hat eine richtig gute Bundesliga-Hinrunde gespielt mit insgesamt 26 Punkten und sah auch gegen Schalke nicht schlecht aus, die sich ja jetzt schon wieder großartig was ausgerechnet hatten gegen uns. Ist ein schwer zu bespielender Gegner. Wir haben es eigentlich in Ansätzen ganz gut gemacht. Wenn die Mannschaft diese Qualität hält und auch einigermaßen der Rückrunde bestätigen kann, brauchen sie nicht Angst und Bange zu sein. Also ich bin mit dieser Hinrunde sowas von super zufrieden, wie du schon gesagt hast, 26 Punkte. In den Heimspielen müssen wir nochmal noch ein bisschen nachlegen, aber auswärts eine grandiose Bilanz. Wir haben aber zwar, da waren wir jetzt, ein Heimspiel waren wir halt jetzt auch dran, ne? Also ja, guck klar, mal, guck dir so besser. An, hättest du 3 Punkte gehabt, wäre es auch schon nicht mehr so dramatisch gewesen. Das ist halt einfach scheiße, aber du hast recht, ja, sorry. Ja. Ich meine, wir haben zwar jetzt kein gigantisches Fußballfeuerwerk abgeliefert mit irgendwie 5-0, 6-0, 4-3 Spielen oder irgendwas, aber wobei 4-3 hat man, glaube ich, sogar mal mit dabei. Es waren halt alles eher so knappe Siege oder Niederlagen, aber halt sehr solide. Du hast gesehen, die Mannschaft hängt sich rein. Ja, man das scheut ist ja den das Zweikampf. Immer das Wichtigste. Also es macht halt echt Spaß, sich das anzugucken. Du hast ja, wie gesagt, es ist ja dadurch, dass Armin Fee jetzt in Köln ist, poppt das ja auch mal immer wieder so ein bisschen auf, was sehr so schwätzt. Dann werden wir mit Sicherheit später noch erwähnen. Aber da hast du ja trotzdem auch Erinnerungen an teilweise Mannschaften, die wirklich dann, wo du das Gefühl hattest, sie geben eben nicht alles. Und das stimmt irgendwas nicht. Und das hatte ich bei der Eintracht in fast keinem Spiel. Klar kommen da immer wieder und mich nerven auch diese teilweise Fehlpass-Staffetten, wenn die Hektik da ausbricht und du das Gefühl hast, da ist keine Grundstruktur drin und da ist keiner, der mal auf den Ball tritt. Das war in der zweiten Halbzeit in Hamburg zum Beispiel so, wo du denkst, ja, jetzt kommt doch mal einer, der mal auf den Ball tritt und sagt, Leute, beruhigt euch. Gibt es da nicht. Die verlieren dann im Sekundentakt den Ball. Und so kannst du natürlich dann auch eine Uhr nicht so gut runterspielen, wenn der Gegner quasi alle 30 Sekunden die Chance hat, einen Angriff zu starten. Das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, sorry, hast du bei der Eintracht, wie ich es gesagt habe, du hast das Gefühl, da ist eine Truppe auf dem Platz, die Bock hat. Da ist ein Trainer, der sich Gedanken macht. Da sind Leute, und ich lobe auch Freddy Bobic und Hübner dafür, dass sie tatsächlich wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern dass Marius Wolf und Ante Rebic für 2,5 Millionen Euro zusammen zu uns wechseln. Das ist ja unfassbar in der heutigen Zeit, ehrlich gesagt. Wenn du die Preise vergleichst, was du für Spieler dafür normalerweise kriegst. Es ist momentan echt alles gut. Und wir haben ja schon angedeutet, in den letzten Wochen schon immer mal ein bisschen, Fabian und Mascarell kommen zurück. Und ich bleib dabei bei allen guten Leistungen. Das sind trotzdem immer noch unsere beiden besten Mittelfeldspieler. Und wenn ich mir eine Aufstellung vorstelle, wo die beiden auch noch irgendwie integriert werden, da habe ich richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Da habe ich echt Bock auf die Rückrunde. Ich hoffe nicht, dass im Winter sich viele Leute verletzen und jetzt gegen Heidenheim auch nicht.
Und wenn die Eintracht mit diesem Stamm, klar wird immer mal einer ausfallen, mit diesem Stamm in die Rückrunde geht, dann geht echt was. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist vielleicht auch einen Schritt weiter als letztes Jahr, gerade was die Kaderbreite betrifft. Wenn ich mir überlege, wer da manchmal von der Bank noch kommt, ist das immer, ja, das ist wesentlich angenehmer, als wenn da, keine Ahnung, wie früher ein Jakba oder ein Iniowski gesessen hat oder keine Ahnung. Und ja, jetzt kannst du halt wirklich mal Leute bringen, wo du denkst, vorwärts. Und was auch, was für mich eigentlich als die wichtigste Erkenntnis, hat jetzt gar nichts mit Ergebnissen zu tun, aus den letzten drei Spielen ist, ist das, oder letzten zwei, ist, dass Abraham sich nicht die Achillessehne gerissen hat. Ey. Oh ja, ja, sehr wichtig. Ja, so ein Schiss gehabt, als er da lag, habe ich gedacht, oh je, oh je, oh je, du liegst einzeln in Hamburg hinten und denkst, da sieht man, wie schnell im Fußball, nicht natürlich alles, aber im übertragenen Sinne alles vorbei sein kann. So zack, kassierst ein Tor in Hamburg, du hast das Gefühl, oh, negative Leistung gerade und dann reißt Abraham sich die Achillessehne. So sah das für mich ehrlich gesagt aus am Anfang. Ja. Das ist alles sehr, sehr brüchig gerade, worüber wir uns gerade freuen, ehrlich gesagt. Frag mal in Köln. Grüße. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr brüchig, aber da müssen wir vielleicht auch noch einfach ein bisschen dagegen gehen. Und das heißt, dass wir im Winter sehen, dass wir, das wird jetzt halt anstehen, noch Kaderveränderungen vornehmen. Ne? Also es ist ganz klar, ich denke unbestritten, dass Leute wie Regesel keine Relevanz mehr innerhalb dieses Teams haben. Das tut dem einen oder anderen vielleicht leid, aber es ist halt, wie es ist. Das muss man so knallhart irgendwie akzeptieren. Dann ist es auch mit Oldoness, der ähnlich raus ist. Der wird auch nicht mehr zurückfinden in dieses mannschaftliche Konstrukt. Die Frage ist auch, was ist mit Daniel Blum? Ja, auch ein Daniel Blum ist jemand, der in der letzten Zeit kaum noch Einsatzmöglichkeiten bekommen hat. Und wenn wir die Möglichkeit haben, selbige irgendwie ein bisschen entweder zu verleihen oder den einen oder anderen wirklich auch faktisch zu verkaufen, dann müssten wir halt sehen oder parallel, wäre es mir schon sehr, sehr lieb, wenn es die Möglichkeit geben würde, in der Innenverteidigung noch mal einmal nachzubauen. Denn an Abraham kann sich immer mal verletzen, das haben wir gesehen, das passiert. Aber wir brauchen noch eine gute Nummer. Wir brauchen eine Innenverteidigung, da wäre ich auch bereit dafür. Das sage ich natürlich hier, obwohl ich, weil ich ja nicht der Finanzchef bin von der Eintracht, aber so bis zu 7 Millionen würde ich mir gefallen lassen. Hört sich jetzt extrem viel an, aber das kann für eine mögliche gute Rückrunde Gold wert sein. Und wer weiß, was du dann mit einer guten Rückrunde erreichst, in welche Sphären du kommst. Ja. Die Verpflichtung von Rebic ist jetzt aber fix, oder? So habe ich es verstanden. Ja. Gehe ich auch von aus. Also vielleicht nochmal aufdröseln für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Es gab wohl oder es gibt wohl in dem Vertrag von oder in der Leihe von Rebic eine Klausel, die besagt, dass wenn er 15 Einsätze hat, ich glaube Startelf ist das entscheidende Stichwort, dann haben wir eine Option für 2 Millionen ihn zu verpflichten oder dann greift automatisch diese Kaufklausel für 2 Millionen, was in der momentanen Form ein echt super günstiger Preis für diesen Spieler ist. Also die Sache ist ja, man muss ihn auch mal, wir werden ja wahrscheinlich nächste Woche nach Heidenheim nochmal drüber sprechen, so abschließend, aber Rebic ist, Marvin und ich fanden ihn ja immer schon geil. Und da haben es ja viele Leute an gewissen Stellen nicht verstanden und er hat dann auch seine Schwierigkeiten neben dem Platz wahrscheinlich auch gehabt. Aber was er für den Hinrunde abgerissen hat, ist überragend. Da will ich auch gar nichts anderes sagen. Und da nehme ich auch gerne in Kauf, dass er einmal zu viel mit dem Schiedsrichter diskutiert. Das ist, glaube ich, einfach bei ihm systemimmanent, weil wenn du so auf 180 bist, kannst du dann, glaube ich, nicht direkt runterfahren, weil er ist ja immer auf Strom. Also das 1-0 ist ja auch nur dadurch gefallen, dass er einfach nicht locker lässt. Und er lässt sich auch, was mir bei ihm gefällt, er lässt sich auch durch so nervige, kleinliche Schiedsrichter nicht aus der Ruhe bringen, dass er dann irgendwie sein Spiel umstellt. Und wenn er es viermal abgepfiffen kriegt, beim fünften Mal klappt es vielleicht, ja, Platz steht 1-0. Also es ist, mir gefällt er sehr, sehr gut. Er hat das ein oder andere wichtige Tor auch gemacht, arbeitet wie ein Geisteskranker. Wenn man überlegt, was der in Hamburg für Meter abgerissen hat, das war ja nicht normal. Also du hast ja gedacht, die anderen Spieler fallen bald um, da ist er nochmal erst recht losgerannt. Und er ist auch ein Spieler, der wirklich auch viel intensive Läufe hat. Und das ist schon... Ich wollte gerade sagen, also er läuft halt nicht lang, weil immer diese Sprints, die er dann anzieht, halt auch in der 89. Minute dann noch, also das musst du halt auch erstmal können.
Ja, ich meine, uns hat ja der Stefan, schöne Grüße aus diesem auf diesem Weg hier, der Superheld, hat uns ja eine kleine Zusammenfassung, also Statistikbeobachtung geschickt, die er in den letzten Malen gemacht hat. Und da siehst du ja auch, dass Rebic auf jeden Fall jemand ist, der halt einfach diese Meter macht, ne? Also Rebic macht jetzt zum Beispiel, das hat er jetzt geschrieben, das wäre mir jetzt so per se gar nicht aufgefallen, Rebic macht viele sehr kurze Sprints, ne? Und mal dafür nicht die ständigen langen Wege, aber gerade diese kurzen Sprints, da ist er halt enorm schnell dabei. Und das macht sich mit einem Spieler auch bemerkbar. Und diese Spritzigkeit ist dann das, was ihn halt auch so gefährlich macht. Ne? Und das ist deswegen, Rebic ist für uns unverzichtbar. Da sehe ich absolut so, richtig gute Hinrunde gespielt. Die Sache, dass wir den überhaupt nicht gekauft haben, war sowieso, war ja nur dadurch geboren, dass die Eintracht kleine Fehler in der Sommerpause gemacht hätte, weil eigentlich wollten sie ihn eh kaufen. Die wollten ihn ja in der Sommerpause schon kaufen, ja gar nicht erst leihen. Deswegen wurde da ein Behelfskonstrukt gemacht mit einer Leihe eines Spielers, der eigentlich einen Vertrag hat, wo du ihn gar nicht mehr hättest leihen können. Ne? Deswegen, also der wird jetzt auf jeden Fall gekauft, dann ist der Käse gegessen und dann haben wir Rebic sicher. Das ist für uns zum Vorteil, ja. Denn wenn er nochmal so eine geile Rückrunde spielt, müssen wir auch mal überlegen, wie es bei ihm weitergeht, wie bei einigen Spielern, die jetzt eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben. Marius Wolf zählt halt sicherlich auch dazu. Ja, definitiv. Ja. Also ist auch. Der hat mich auch so ein bisschen Lügen gestraft, ehrlich gesagt. Weil ich habe ihn, als seine ersten guten Leistungen kam, habe ich gedacht, na, wer weiß. Bin mir nicht ganz so sicher. Sein Spiel ist mir noch so ein bisschen zu fragil und er war mir so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, er kam mir nicht sofort, wenn er diese Spielintelligenz mitbringt, sondern dass er einfach so ein guter Straßenkicker ist. Aber ich muss sagen, mich hat er jetzt vollends überzeugt im Sinne von, dass es auch ein Killer sein kann. Das ist dann derjenige, wie er das 1-1 in Hamburg zum Beispiel macht. Das ist gut. Das ist überragend gemacht. Und das ist dann genau dieses Tor, was du auch in der Sekunde brauchst, um dich wieder zu beruhigen. Und Marius Wolf ist, wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich mir Mascarell und Fabian wieder wünsche, aber das wird natürlich auch zu einigen Härtefällen führen, weil er gehört auf jeden Fall dazu. Weil eigentlich hätte ich ihn locker rausgenommen, hätte keine Bauchschmerzen gehabt. Mittlerweile hätte ich Bauchschmerzen. Mittlerweile überhaupt draus ist schwierig, ja, ja. Und also selbst, ich muss auch noch jemanden, ich muss heute sehr, sehr viel Abbisse leisten. Grüße an alle. Chandler, wie der zurückgekommen ist gegen Hamburg. Brutal wieder. Ja. Ich habe gedacht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Lasst ihr den direkt spielen nach der Verletzung. Was macht ihr da? Ich habe gedacht, Chandler ist kein Spieler, den die Eintracht so dringend braucht, dass du den so kurz nach der Verletzung wieder spielen lassen musst. Aber sorry, da hat er mich auch, diese zwei Vorlagen waren super gemacht, auch technisch. Dieser flache Ball auf Wolf, den er dann da verwertet, super gemacht. Gegen Schalke, als er reinkam, hat er das auch gut gemacht. Der hat eine sehr unkonventionelle Technik, aber ehrlich gesagt muss ich zugeben, die funktioniert an gewissen Stellen trotzdem. Ja, ja, also ja. Der ist kein filigraner Kicker, aber er kriegt mit seinem Bewegungsapparat den Ball dann trotzdem dahin, wo er eigentlich hingehört. Es sieht nicht so geschmeidig aus, aber es ist dann halt so. Und da muss ich auch sagen, ich bin froh, wenn er jetzt wieder voll im Saft ist und eigentlich unser etatmäßiger Rechtsverteidiger ist. Und bei Williams hat sich das nämlich ein bisschen geändert, ehrlich gesagt. Ja, also der hat jetzt zuletzt ein bisschen abgebaut, aber gut, das ist jetzt noch ein Spiel und dann haben wir auch erstmal ein kleines Päuschen. Wobei so ewig lang ist die Winterpause ja jetzt auch nicht. Das fängt ja alles wieder relativ früh an wegen der WM. Ja, 13. oder 15.1. Also ja, ja, es ist jetzt so schnell. Ja. Also wir haben jetzt 2-3 Wochen Winterpause und danach geht es schon sofort wieder weiter. Also das ist richtig, da wird uns hier 13. Januar ist das erste Spiel gegen Freiburg zu Hause schon wieder, genau. Also es sind knapp 3 Wochen und dann ist das Thema schon wieder. Das ist ja fast gar nichts. Ja, aber das liegt ja daran, weil wir ja, ich glaube am 11. oder 12. Mai ist das Thema ja auch schon durch, weil ja die WM dann so früh anfängt. Ja, genau. Und weil es alles so ist, wird die Eintracht auch jetzt nicht den weiten Trip nach in die arabischen Gefilde begehen, sondern wird sich, glaube ich, bin jetzt nicht 100% sicher, wohin. Ich glaube aber eher so im südlichen europäischen Bereich, eher so Spanien oder sowas in der Art. Ich meine auch sowas gelesen zu haben. Ja. Genau, die halten sich dann dort auf. Das hat dann auch den einen oder anderen Vorteil. Also werden wir mal schauen, wie das so läuft. Aber es ist echt extrem wenig Zeit, aber deswegen gibt es ja jetzt auch schon die ersten Transfer-Dinge, die jetzt irgendwie festgelegt wurden. Du hast ja jetzt schon, du hörst ja jetzt schon relativ viel. Ich bin mal gespannt, wie das da so weitergeht. Aber die Eintracht muss sich dementsprechend mit einigen Neuerungen beschäftigen. Ich denke, das wird schon wichtig sein. Ja. Zum Beispiel, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Neugierig auf was? Ja, weil der Marvin gesagt hat, Transfer-Dinge, was?
Naja gut, also ich habe ja eben schon Odionets angesprochen, das scheint schon recht weit vorangeschritten zu sein, dass der wieder vielleicht zurückwechselt, ne, zu seinem ehemaligen Verein. Ist der nicht auch schon wieder weg, glaube ich, der ist schon irgendwo da und sucht sich einen Verein oder zu seinem alten Verein will er, glaube ich, zurück. Genau, Guayaquil, Barcelona, Guayaquil wahrscheinlich, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber auch die Sache, wie gesagt, was sehr, sehr, ich will jetzt hier nicht in die Glaskugel gucken, was aber sehr, sehr spannend werden könnte, ist, wenn die, wenn die Bayern überlegen, wirklich Leno zu holen in der Winterpause. Die Bayern? Ja, die Bayern haben ja drüber nachgedacht, Bernd Leno zu holen, weil Neuer anscheinend nicht so schnell zurückkommt, wie man sich das so denkt. Und damit könnte natürlich ein kleines Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel beginnen, weil dadurch, dass dann, wenn Leno dahin wechselt, ist ja eine Position in Leverkusen vakant. Wir wissen ja, dass Leverkusen damals an Radetzky interessiert war. Da stellt sich halt jetzt die Frage, ob dieses Interesse immer noch besteht oder ob die stattdessen sagen, wir holen Trapp, der in Paris nicht spielt. Ja, weil der Trapp muss ja, braucht ja eigentlich auch ein Schaufenster, damit er potenziell zur WM mit kann. Aber wie gesagt, da kann sich ein bisschen, da kann ein bisschen was rotieren. Im Winter würden wir noch Geld für Radetzky bekommen. Ich würde es grundsätzlich beschissen finden, weil wir sehen jetzt auch, so ein Konstrukt, wir haben so eine wackelige Zeit, das wäre sehr, sehr problematisch. Nee, das will ich auch nicht. Das will ich, egal ob die uns 5 Millionen Euro bieten, das will ich nicht. Würde ich auch nicht tun. Also der hat sich jetzt gerade in den letzten Spielen wieder so nach oben gekämpft. Der war am Anfang ja auch mal so ein bisschen da mit so einem leichten Downer da unterwegs. Aber das ist ja, aber du brauchst auch eine Einfühlphase. Brauchst auch eine Abstimmungsphase mit der Verteidigung. Also genau. Das halte ich für einen. Die Baustelle aufmachen, das ist Schwachsinn. Also wenn du die Baustelle in Abstimmung mit der Verteidigung machst, das wäre echt übel. Ich würde die Verteidigung eher noch festigen. Ich gebe trotzdem nicht auf. Und ich hatte in der letzten Zeit einigermaßen gutes Gespür. Ich will jetzt mein Glück nicht überstrapazieren mit diesen ganzen merkwürdigen Dingen, die ich erzähle, aber ich glaube, Vallejo. Ja, Vallejo, das sage ich immer wieder. Spielt da auch, ich weiß, er hat ja jetzt kürzlich hat er, glaube ich, gespielt. Grüße an den Julian, der mir das gesagt hat. Auf jeden Fall hat er trotzdem da keinen leichten Stand. Und ich kann mir vorstellen, wenn Madrid im Winter sich einen neuen Innenverteidiger holt, bei denen läuft es auch jetzt nicht so überragend, dass er jemand sein kann, den man verpflichten könnte. Und wenn man nochmal ein Modell findet, wo man ihn anderthalb Jahre einfach ausleiht und dann mal schaut. Weil ich glaube, für Vallejo ist in einer wichtigen Phase, ehrlich gesagt, in seiner Karriere. Es gibt viele, viele Beispiele, die in seinem Alter von 19 bis 21 dann zum Topclub gegangen sind, es nicht geschafft haben und dann fällst du komplett hinten runter. Und dann spielt er vielleicht irgendwann bei Alicante oder was weiß ich was. Ich glaube schon, dass es ihm gut tun würde, nach Frankfurt zu kommen, weil dann ist er zumindest ein Spieler, den sehe ich mindestens bei Tottenham oder so. Also das ist trotzdem so ein Verteidiger und den Schritt dahin könnte er hier gerne machen. Und eine Verteidigung mit Abraham, der auch nochmal einen Schritt gemacht hat, gefühlt, und Vallejo und Hasebe dazwischen, das wäre schon übel gut. Also das wäre schon eine Mannschaft, angesprochener Mascarell im defensiven Mittelfeld dazu und Fabian. Ja Leute, ich will es nicht übertreiben, aber dann kann die Eintracht, wenn das passieren sollte, wirklich in der Rückrunde zumindest eine kleine Tür eintreten Richtung Europa. Ja. Ist doch, stimme ich dir vollkommen zu. Die Sache ist ja auch die, man erkennt ja, dass es bei ihm, bei Real halt auch nicht funktioniert. Kleines Beispiel, jetzt war jetzt die, die Club-WM war jetzt aktuell, ne? Das hat man jetzt nicht so ganz so mitbekommen, weil jetzt, ja gut, da waren halt ein paar lustige Teams dabei, wie die Urawa Red Diamonds, die kennt man natürlich noch, Real Madrid logischerweise, war ein ganz interessant, Auckland City, Al Jazeera Club und so weiter und so fort. So, und im Finale gab es eine ganz coole Partie und zwar wurde dann gegen Grêmio Porto Alegre, Finale, Real hat 1-0 gewonnen und dann kam es zur Verleihung der Medaillen. Und da war Vallejo, der die Medaille gar nicht annehmen wollte. Das kann man jetzt drüber streiten, warum er die nicht annehmen wollte. Fakt ist, er war eigentlich noch nicht mal für dieses Gaukler-Turnier gemeldet. Der hat da keine Minute Einsatzzeit gehabt, selbst bei diesem Gaukler-Turnier. Kann wahrscheinlich sein, dass er sich Teil des Teams gefühlt hat, wie auch immer. Ne? Hat es dann doch genommen, weil Bale dann zu ihm gekommen ist und hat gesagt, hier, mach das, nimm das Ding und so weiter und so fort. Aber auch hier siehst du, dass er selbst bei so einem Gaukler-Turnier nicht zum Einsatz kommt. Das spricht natürlich eine deutliche Sprache, dass Real Madrid kein Stück mit ihm plant. Und das ist bitter für so einen jungen Spieler, der so viel Potenzial hat, bei dem es in der letzten Saison bei der Eintracht hat sich viel um ihn herum zentriert. Da war er nicht ohne sonst einer der wichtigsten Spieler. Und jetzt gehst du zu einem Top-Club und spielst überhaupt keine Rolle mehr. Ich glaube, die Zeichen stehen auf Abschied
Team. Und wenn die Eintracht da irgendwie zuschlagen kann, wäre es absolut geil. Ja. Ja, und vor allen Dingen ist die Eintracht ja bei der besseren Verhandlungsposition, als wenn wir jetzt irgendwie 13. Du kannst ja trotzdem seinem Berater auch sagen, hier, wir sind schon nah an den Europapokalplätzen und der kann hier auf dem Niveau spielen. Ja gut, eigentlich ist das Niveau in der Bundesliga gerade nicht so hoch, aber auf jeden Fall sieht das so aus, als sieht ja trotzdem nach außen gut aus. Man kann es zumindest so ein bisschen unseriös verkaufen, sagen, hier, die Eintracht, die sind nah an den Europapokalplätzen in der starken Bundesliga, Liga der Weltmeister. Wenn der Berater da nicht so genau hinschaut, kann er das vielleicht schlucken. Und ich glaube, dass er hier die Leute kennt, er kennt auch, er würde auch Radetzky, Abraham kennen, er kennt den Coach. Es ist halt so, ich will mir das gar nicht zu sehr einreden, weil ich, ja, ich würde es mir krass wünschen und wahrscheinlich ist da auch ein bisschen, ist meine Meinung auch wunschgefärbt, aber nicht, wenn ich das mal rausrechne, würde es trotzdem für alle Parteien Sinn machen. Also es ist nicht so unrealistisch. Nö, das definitiv nicht. Ist nicht so realistisch wie dem Wunsch, dass die Eintracht Marc Uth verpflichtet. Ja. Schauen wir mal. Also es fängt ja jetzt dann so langsam an. Ich weiß nicht, wann öffnet das Transferfenster offiziell? 1. Januar? Ich glaube, am 1. Januar geht es dann, genau, 1. Januar geht es dann richtig los. Die meisten Vorverhandlungen werden natürlich jetzt schon geführt. Ja. Gibt aber jetzt schon einige Transfers, die ja jetzt im Sommer für fix sind, ne? Wenn ich höre, dass Sandro Wagner ja jetzt verpflichtet wurde vom FC Bayern, das ist für Sommer, ne? Ja, wobei ich, ja. Nee, das ist für Winter, oder? Winter schon? Echt? Ich hätte auch Winter gelesen. Ach, dann ist es schon Winter. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt Hoffenheim ihn jetzt im Winter Da irgendwas hatte ich vorhin gelesen, von wegen, er hätte jetzt kein Abschiedsspiel bekommen, weil er jetzt keinen Einsatz hatte. Ach krass, okay. Also, das wäre dann jetzt im Winter schon. Weil 12 Millionen Flocken ist schon. Ja, das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, dass das eine Breaking News wert war, die ich vorhin hier auf meinem Handy gepusht habe, wo ich auch gedacht habe, warum ist das eine Breaking News? Also, echt. Ja, aber ich, die Leitung zwischen SAP und Uli, die sind, glaube ich, die sind sehr kurz, die Leitungen. Beim Luis Gustavo-Kundentransfer hat man das ja gesehen, gell? Ich glaube, der Dietmar Hopp ist immer noch so ein kleiner, naiver Johnny, zumindest in den Kreisen. Der freut sich dann, wenn er dem Uli einen Gefallen tun kann, gell? Ja, wollt ihr einen Spieler von uns haben? Hier könnt ihr haben. Wollt ihr Trainer haben? Ja, nehmt auch. Ach Gott. Über Dietmar Hopp werde ich zu späterer Stelle hier nochmal ganz kurz reden wollen. Sehr gerne. Grüße. Grüße. Ja, dann, bevor wir zu dieser Kategorie kommen, müssen wir jetzt erstmal auf das nächste Spiel noch gucken. Wobei wir da, glaube ich, nicht so ewig viel drüber reden müssen. Am Mittwoch 20:45 DFB-Pokal gegen Heidenheim. Normalerweise würde man ja sagen, klare Sache, oder? Ja, aber das darf man nicht unterschätzen. Die Mannschaft ist jetzt auch langsam durch. Die haben jetzt wieder dieses Last Minute, die haben ja wieder bis zum Schluss gekämpft und kämpfen müssen. Das ist ja nicht so, dass wir 3-1 geführt haben und du konntest runterspielen. Also diese Nummer ist leider, leider sehr, sehr eng. Also ich fahre da nicht hin und denke, ja, die müssen die weghauen, sondern mir würde es schon reichen, wenn die Eintracht da 1-0 gewinnt. Weil ich glaube, du darfst, Heidenheim ist eine Mannschaft, die haben auch einen Trainer, den finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, der wird die gut motivieren können, der wird sich auch einen Plan zurechtlegen. Und das ist gegen die Eintracht immer schwierig. Wenn du gegen die Eintracht einen Plan zurechtlegst, kannst du die Eintracht trotzdem an gewissen Stellen leicht entschlüsseln. Ja. Weil du trotzdem nicht so krasse Sachen machst, um der Eintracht den Zahn zu ziehen. Du musst bei der Eintracht irgendwie so ein bisschen den Außenverteidigern so ein bisschen die Passwege zustellen. Und dann hat die Eintracht in der Spieleröffnung, ehrlich gesagt, außer dann mal in so einen langen Ball, nicht viel drin. Und wenn du dich nicht locken lässt, fällt der Eintracht auch offensiv nichts ein. Und das ist Heidenheim, glaube ich, die werden zumindest unangenehm werden. Und ich warne davor, dass irgendjemand dieses Spiel unterschätzt. Weil ich fahre dahin und betrachte das wie ein normales Auswärtsspiel in der Bundesliga, ehrlich gesagt. Ja. Das war ja auch so ein bisschen das, was aus dieser Ausstellung, die Marvin Fried erwähnt hatte, auch rausgekommen ist, dass halt einfach das Mittelfeld bei uns verdammt viel läuft und die ja das Bindeglied dann einfach auch sind und die halt einfach ganz viel für den Spielaufbau tun, indem sie hinten die Bälle holen und dann nach vorne bringen. Und wenn du das Mittelfeld kalt stellst, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal festgestellt, dann muss ein Abraham wieder mit langen Bällen die Spieleröffnung machen und oder ein Fallett oder ein Russ.
Russ-Spieleröffnung, lange Bälle. Huha. Ja, und darüber hinaus ist es halt noch so, dass Heidenheim auch noch mal ein bisschen anderes Gefilde ist. Also die haben da eine andere Temperatur als bei uns, hört sich jetzt ein bisschen extrem lächerlich an. Aber ja. ich glaube, die sind so ein bisschen in einem Keller drin. War jetzt noch nicht in Heidenheim persönlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da so ist. Also da ist immer noch so 2-3 Grad kälter, als wenn jetzt hier bei uns. Und wenn es bei uns schon kalt ist, also da kann der Schnee auch schön mal stecken bleiben. Insofern muss man sich dran gewöhnen, dass die Witterungsbedingungen vielleicht ein bisschen anders sind. Es wird auf jeden Fall keine leichte Partie. Die stehen zwar momentan nur auf Tabellenplatz 14, der Eindruck täuscht aber ein bisschen. Die haben jetzt sehr viele Spiele noch unglücklich noch unentschieden gespielt, nachdem sie irgendwie 1-0 geführt haben. Das ist jetzt mehrfach passiert. Zuletzt haben sie aber jetzt auch mal einen Unentschieden nach einem Rückstand aufgeholt. Also die sind nicht so schlecht. Die sind nicht der typische 14. der zweiten Liga. Und du musst mit voller Lotte dagegen gehen. Du musst auf jeden Fall sehen, dass du hier klaren Kopfes das Spiel spielst, weil wenn du irgendwie 1-2 Nachlässigkeiten irgendwie erlaubst, dann kannst du ganz schnell ins Hintertreffen geraten. Ja. Also, um deiner Lochtheorie mal entgegenzuwirken, zitiere ich hier die Wikipedia: Es liegt auf dem Heidenheimer Schlossberg unweit vom Schloss Hellenstein auf 555 Metern über Normalnull und ist damit das zweithöchst gelegene Stadion im deutschen Profifußball. Naja, siehst du, war halt andersrum. Du hast das Loch rumgekriegt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist ja die gleiche Theorie, nur, also ist ja trotzdem nur andersrum. Genau, der Schnee liegt unten und oben ist nix. Ja gut, aber ist ja im Endeffekt. Hat mir das nicht auch irgendeiner erzählt? Es gibt auch so einen Begriff dafür, oder? Heidenheimer irgendwas? Ich weiß gar nicht genau, wer mir das erzählt hat, aber ich wahrscheinlich. Vielleicht war das nicht das Stadion, von dem ihr gesprochen habt. Aber genau so ist es ja. Aber trotzdem bestimmt es ja. Also bis auf den Rest, den ich erzählt habe. Denn es ist ja dann so, dass da der Schnee schneller ist als halt woanders. Ne? Das ist halt in der Tat richtig. Ja, also. Ja, siehst du. Wisst ihr ja Bescheid? Ja. Erdkunde 3. Ja, hervorragend. Hervorragend. Mit ja, ganz verschiedenen Lösungen zum gleichen Ergebnis gekommen. Dann haben wir nur getestet, ob die Klasse aufpasst. Ja. Ja, auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig wie das Spiel in Schalke, ehrlich gesagt. Also weil, fast noch wichtiger für mich, ja. Mhm. Ja, weil wir haben alle Lunte gerochen, letzten Sommer in Berlin, nicht Sommer, aber Frühsommer, sag ich mal. Dieses Erlebnis, ja, würde ich gerne wiederholen. Die Eintracht hat jetzt sich einigermaßen, ich glaube, das ist jetzt Achtelfinale, oder? Oder was ist das jetzt? Wisst ihr das? Das ist erst zweite Runde halt eigentlich. Ja, nee, warte mal. Dritte nee, Runde. Dritte Runde schon, ja, stimmt. Ja. Das ist 16. Finale. Ja, 16. Finale. Ja. Gut, aber trotzdem, also das, wenn du da durch bist, dann bist du schon, sind auch schon ein paar ausgeschieden, also es ist... Nee, es ist Achtelfinale, du hast vollkommen recht, es ist Achtelfinale, ja? Genau. Ja, also, ja. Was ist denn, da ist das doch eine Knaller, ist der Bayern gegen Dortmund nicht auch? Genau, gleich also, auch mal mit. Ja, so, siehst du, und da ist einer von denen auch schon mal weg wieder. Und, genau. ja, gut, ich meine, das ist ja jetzt... unabhängig von den Erfahrungen vom letzten Jahr, du willst dich halt einfach auch nicht von so einem kleinen Verein wie Heidenheim da jetzt irgendwie abkochen lassen und die Runde da halt einfach noch mitnehmen. Ja, also das willst du dir da nicht vielleicht geben. Ist es ja, weißt du, du kannst ja mit dem Geld, was du da mehr kriegst, eigentlich genau eben angesprochen in Vallejo finanzieren. Was kriegst du, aktuell für Pokalrunde? Ich weiß nicht, aber da darf ich ja mal hören. Irgendwie Grundstock nee, und dann. Schon, das ist schon ein bisschen mehr jetzt schon, glaube ich. Wir waren zwischenzeitlich schon mal bei 512.000 Euro. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon mehr, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Stange. Und ehrlich gesagt, brauchen wir hier gar nicht drüber lang philosophieren. Fakt ist, die Eintracht spielt am Mittwoch um 20.45 Uhr gegen Heidenheim, ein Zweitligisten. Da müssen wir gewinnen. Punkt aus. Sag ich ja. Was tippt er denn, Kinners? Ich habe auch nichts anderes gesagt. Ich habe nur gesagt, es wird halt schwieriger, als manche denken. Ich weiß. Ja, deine Antwort war aber länger, deswegen zählt die nicht. Ich sag mal 3-1. Für uns. Ja, Logo. Ja, muss man ja fragen. 1-3 aus Sicht der Heimmannschaft. Ich sag, die Eintracht gewinnt 2-1, also 1-2 nach Verlängerung. Oh. 1-2 komme ich morgens um 6 Uhr erst nach Hause. Nach Verlängerung. Ich sag, du kommst rechtzeitig nach Hause, weil wir gewinnen einfach 4-0 in der regulären Spielzeit. René ist ja dieses Jahr der Euphorie-Tipper. Ja, oder was der? Beim René gewinnt er jedes Spiel 3-4-0. Ja, er hätte ja fast funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, du bist mit deinen euphorischen Tipps am nächsten dran von uns allen, glaube ich. Ja, man muss auch mal ein bisschen Euphorie hier walten lassen. Dann kommen wir jetzt voller Euphorie zum Dummschwätzer der Woche. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat. So, ich wiederhole nochmal, wen hatten wir? Wir hatten einmal die Hörernominierung von Kai, der hatte den DFB für das Losverfahren bei der Aufstiegsregelung nominiert. Mhm. Dann hatten wir Mehmet Scholl für seine wunderbare Aussage zu den jungen Trainern und Jupp Heynckes für sein Lamentieren am Spielfeldrand. Und den ersten Platz teilen sich Mehmet Scholl und der DFB. Oh, okay. Wobei wir dazu noch eine Anmerkung in den Kommentaren zur letzten Folge bekommen haben, die das Ganze nochmal so ein bisschen relativieren. Und zwar hat der von uns allen geschätzte Herr Ned Fuller kommentiert und darauf hingewiesen, dass wir das so ein bisschen falsch verstanden haben mit diesem Losverfahren. Es ist nämlich so, dass eine, Moment, wo hat er es denn hier reingeschrieben? Genau, es wird eine Liga gelost, die einen Aufsteiger stellen darf. Also es ist nicht ganz so, dass da jetzt irgendwie einzelne Mannschaften ausgelost werden, sondern es ist halt so, dass dann eine komplette Liga gelost wird und aus der dann ein Aufsteiger sich ergibt. Also es ist nicht ganz so tragisch, wie wir es dargestellt haben. Da haben wir ja, vielleicht nicht so trotzdem, ganz... Trotzdem ein absolutes Schwachsinn. Die Idee ist wenn irgendwas gelost vom Grundstock her erstmal doof. Ja, also wenn irgendwas gelost werden muss, ist das ganze Ding, ist das ganze System schon fehlerhaft. Tut mir leid. Ja. Aber also in einem professionellen Fußballkonstrukt, wo es um so viel Geld gibt, wird um nichts gelost. Ja, da muss ich mir Konzepte überlegen, da brauche ich nichts losen. Ja? Ja, also tut mir leid. Das ist richtig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber mit erwähnen. Ja, super. Danke, 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 Ned Fuller. Jetzt wissen wir Bescheid. Genau, dann haben wir eine Hörernominierung von Bondikes, der nominiert den geschätzten Herrn Nagelsmann für seine wunderbare Aussage, dass man Fußball doch bitte nicht auf Schnee spielen soll, weil da rollt der Ball ja nicht. Das wären ja irreguläre Verhältnisse. Oh ja, das ist wieder aus der kuriosen Kategorie. Nagelsmann fordert irgendwelche merkwürdigen Dinge. Ja, oder Nagelsmann wirft. Komische Dinge. Ja, wirft um sich. Also Nagelsmann. Ich warne immer noch davor und wahrscheinlich werde ich auch auf die Schnauze fliegen, weil er erfolgreich sein wird. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht so ganz dicht. Und ich glaube, das wird, wenn er bei einem größeren Verein ist, eher rauskommen als im beschaulichen Hoffenheim. Ja, und das glaub, da ist und ja da, alle. Ja, und da es kam bei Tuchel auch erst in Dortmund richtig raus. Ja, ja das stimmt, ja. Aber und damit kommen wir genau auch zu meiner Nominierung. Und zwar nominiere ich eigentlich viele Leute und ich kann es gar nicht so genau eingrenzen, denn im Zuge der Neuverpflichtung des BVB von Stöger, was ich übrigens auch einen smarten Move finde aus mehrerlei Hinsicht, wie man sieht, ist es ja auch so, dass es sich jetzt schon wieder in den Ergebnissen lohnt, finde ich, sollte man die ganzen Gerüchte-Eskalierer mal nominieren, die jetzt schon die ganze Zeit sagen, ja, Nagelsmann, Nagelsmann, BVB, Nagelsmann, BVB 2017. Leute, lass den Stöger doch erstmal machen. Ja, wenn der jetzt 2018 hier... 2018 meinst du? 2018, genau, 2018. Lass den doch mal erstmal machen. Der hat doch jetzt schon wieder 2 Siege eingefahren. Lass den doch erstmal on a roll kommen. Was muss denn dieser scheiß Nagelsmann, nur weil er irgendwie so ein pseudo-gehypter Dude ist, weil er halt irgendwie gefühlt nur 14 ist und dann noch eine Windel anhat. Warum muss der denn jetzt überall gehandelt werden? Bayern, BVB. Ich glaube, der BVB kann mit Stöger aktuell echt ganz gut besetzt sein und du weißt, ob sich das nicht über die Saison hinausträgt. Also ich denke, da muss diese ganze, ich habe heute meinen ganzen Tag Sky geguckt und da war es andauernd. Da ging es die ganze Zeit darum, ja, Sky hat Informationen, Nagelsmann könnte 2018 kommen zum BVB, aber nichts Genaues, weiß man nicht. Ja, Leute, lasst erstmal den Nagelsmann und hört endlich mal auf mit euren Scheißgerüchten. Das bringt hier niemanden weiter. Der BVB kann wirklich froh sein, dass er Stöger momentan hat. Und diesen Nagelsmann braucht beim BVB ehrlich gesagt keiner. Ja, vor allen Dingen auch dieses Konstruieren, wenn er seinen nächsten Gegner in Ausrufezeichen, seinen nächsten Gegner beobachtet. Ja, genau. Ja, Stöger ist erst Spiel Nagelsmann Stadion, schon auf der Tribüne, wo du denkst, ja, na klar, vielleicht guckt er sich einfach Dortmund an, weil die gegeneinander spielen nächste Woche. Also was ist denn mit euch los? Also ja, ja, das wäre eine zu einfache. Das hat ja auch schon bei Sky war Sky das nicht auch mit ihm, die gesagt haben, oh, Nagelsmann hat eine rote Jacke an. Ja, genau, die waren das, genau die. Leute. Die haben... Nein, ganz ehrlich, ich bin auch so, tut mir leid, ich kündige es jetzt an, der René kann es wegbiepen, aber Sky kann sich eigentlich echt mal ficken gerade. Die gehen mir richtig auf. Die gehen mir richtig auf den Sack in letzter Zeit. Ja, die gehen mir echt auf den Sack. Die machen fürs
teurere Geld machen die schlechteres Programm. Ja, das stimmt. Solche Dinge gehören da dazu. Also die verwandeln sich ja, so ein Gerücht würde ich von der Bild-Zeitung erwarten, aber nicht von Sky. Von wegen Nagelsmann sitzt schon auf der Tribüne. Nee, da guck halt den Spielplan an. Meine Güte. Genau. Und wenn ihr dann auch so... eine rote Jacke an, der hat eine rote Jacke an. Geht er zu seinem Chefredakteur, ist da irgendeiner. Ich habe was gefunden, der hat eine rote Jacke an. Da bin ich, wenn ich ein Chefredakteur wäre, will ich ihn raustreten. Auf jeden Fall. Schreib halt was Richtiges. Nimm dann eine rote Jacke an. Ja, du hast auch gleich eine rote Jacke an. Was ist denn mit dir? Leute, sorry. Wir sollten nicht mehr sonntags aufnehmen. Ist keine gute Idee. Oder erst recht. Ich find's ehrlich gesagt ziemlich lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen. Und wenn Sie einen Film, was mit dieser Übersetzung so gezeigt wird, bei uns sehen wollen, dann müssen Sie jetzt bei Planet der Affen einschalten. Ja? Diese zwangsläufigen Querverweise auf Ihr eigenes Programm, das macht das ganze Programm zusätzlich total zum Kotzen. Ja, stimmt. Gut, aber ich... Hast du auch noch jemanden? Ich hab noch ein paar. Ein paar? Ja, dann schieß los. Also als erstes nominiert Dietmar Hopp für sein Zeitungsinterview, in dem er tatsächlich in einem Interviewabschnitt sagt, ich bin nicht rachsüchtig, das soll man sich jetzt mal merken, aber er will, dass Leute, die zum Beispiel bei der Industrie- und Handelskammer arbeiten, will er, dass der Arbeitgeber davon erfährt, wenn derjenige im Stadion Dietmar Hopp, du Sohn einer Hure schreibst, weil wer sich so verhält, muss auch Konsequenzen spüren und von der Gesellschaft seine Quittung kriegen. Übersetzt für Leute, die noch beisammen sind. Dietmar Hopp will quasi, dass jemand, der im Stadion seine Mutter beleidigt, seinen Arbeitsplatz verliert. Und da richte ich doch alle herzlichste Grüße aus. Und... sagt besser nichts mehr. Ne, piep, piep, piep. Sonst bin ich morgen meinen Job los. Grüße. Spätestens, wenn Dietmar Hopp anruft. Ja. Wow, okay, aber wenn du dir solche sinnentfremdeten Forderungen anhörst, dann merkst du eigentlich, wie weit sein Ego-Trip eigentlich geht, dass er irgendwie die Macht hätte, sowas irgendwie zu fordern, also da fehlt mir echt einiges und dann kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Aber du siehst, in welche Richtung er denkt, dass er so eine Gesellschaft treiben kann. Gut, wollen wir es auch gar nicht zu weit vertiefen. Nee. Ich nominiere als nächsten Armin Fee. Ist, warum nur? Ein Rückkehrer in unsere kleine Familiensendung. Nicht nur in die Bundesliga, sondern auch zu uns in die Kategorie, in der er sich immer wohlgefühlt hat. Ja, Kritik, für? Dass er ja eine Mannschaft, dass Köln ja eine Mannschaft hat, die ja nicht fit sei und sehr, sehr große Defizite in der Fitness hat. Das muss man ja auch mal ganz kurz aufdröseln. Wir nehmen uns kurz die Zeit. Also A, hat Köln ein enormes Verletzungspech plus die Doppelbelastung mit Europa League und diese Krise, Trainerwechsel. Ich glaube, da kann man Erklärungen finden, warum die Mannschaft mental und körperlich vielleicht nicht im besten Zustand ist. Ich weiß nicht, vielleicht, da müssen wir mal untersuchen, ob es da Zusammenhänge gibt. Und B, Armin, bist du mit Sicherheit nicht dafür bekannt, dass du in Frankfurt hier wie Magath hast trainieren lassen und wir 11 Soldaten auf dem Platz hatten. Im Gegenteil, erinnert sich noch einer, als wir ständig in den letzten 5 Stunden uns die Luft ausgegangen sind und einen Gegenteil nochmal einkassiert haben. Also, selbst wenn das so ist und selbst wenn Fee immer fitte Mannschaften gehabt hätte, dann macht man diese Aussage schon nicht. Also du trittst nie nach, egal was ist, egal wer der Trainer war. Sei einfach still, sowas macht man nicht, ist kein guter Stil. Und bei Armin Fee kommen eben noch die 2 angesprochenen Faktoren dazu, die auf jeden Fall rechtfertigen, dass er hier nominiert ist. Grüße, Armin, Prost. Hervorragend. Hast du noch rein? Uli Hoeneß, auch ein Freund und Spiritus Rectus unserer kleinen Sendung. Uli Hoeneß wurde ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das Video gesehen hat, wie er empfangen wurde auf dem bayerischen Fanclub-Treffen. Uli Hoeneß, ja, von Bayern Lemmingen dort. Aber er hat nicht nur dort gesprochen, sondern auch ein ergreifendes, wie ich finde, Interview gegeben, was mich zu Tränen hat rühren lassen, wo er seinen Freund und Bruder Franz verteidigt und die Forderung stellt an die Gesellschaft, an euch, an mich, an uns alle, dass endlich mal jemand den Franz in Ruhe lässt. Alter, es ist... Man konnte sagen, die Uhr noch stellen. Es ist merkwürdig trotzdem. Ich will es... Ich lasse mal so im Raum stehen. Weiß nicht, ob es das Beste ist. Wir hatten das auch schon mal irgendwann hier, als Lothar Matthäus jemand verteidigt hat.
hat, da haben wir es auch gesagt, es gibt Situationen, wenn Person XY dich verteidigt, dann steht es echt schlecht um dich. Und wenn Uli Hoeneß ihn jetzt so verteidigen muss, dann kann es um den Franz echt nicht gut stehen. Was ich damit sagen will, es gibt glaubwürdigere Fürsprecher für Integrität, sag ich mal. Grüße. Wir haben den Artikel ja auch. Wir haben den Artikel ja auch verlinkt, beziehungsweise du wirst tun, einer der wenigen Male, dass wir den Fokus verlinken, aber der hat das ganz gut relativ kurz zusammengefasst. Ja, also, ne, also Beckenbauer, naja, kann einem dann auch wieder irgendwie merkwürdigerweise leid tun. Hey, da haben wir aber wieder hier schwere, schwere Konkurrenz diese Woche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Uli in der nächsten Zeit noch öfter vorkommt. Ja, ich glaube, der läuft jetzt auch gerade wieder so zur alter Höchstform auf. Könnte das ein oder andere Mal passieren. Also, ihr dürft dann wie immer im Blog zur aktuellen Ausgabe abstimmen. Ich packe alles da rein, inklusive den Links. Und dann schauen wir so, mal. So, nach dieser Dummschwätzer-Kategorie muss sich der andere Dummschwätzer, ich also, auch verabschieden, Leute. Genau. Ich kann leider bei den Empfehlungen nicht mehr dabei sein. Ich muss nur noch Geld abholen. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, tschüss. So, Herr Marvin, dann machen wir beide hier, bringen wir die Sendung noch zu einem würdigen Ende und empfehlen noch Dinge. Ich glaube, da haben wir auch gar nicht so sehr viel. Aber eins auf jeden Fall, was ganz wichtig ist. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, sehr wohl. Genau, was ich eigentlich schon vorher irgendwie verwursten wollte, jetzt aber vergessen habe. Aber, liebe Leute, wir haben noch morgen Zeit. Wenn ihr aus Frankfurt kommt, dann nehmt euch mal vielleicht ein paar weniger Euro in die Hand. Und wenn ihr ein bisschen zu viel Geld habt, also zu viel im relativen Sinne, was Tolles tun wollt, dann geht zu den Geschäften und spendet für ein Weihnachtsgeschenk für Frankfurter Kinder. Das ist ausgerichtet eine Aktion vom Frankfurter Kinderbüro. Das haben wir in den letzten Jahren hier auch schon vorgestellt. Es gibt mehrere Wunschbäume, die ausstehen. Geht auf www.frankfurter-kinderbüro.de. Da werdet ihr alles Nähere erfahren, wo die Wunschbäume ausgestellt sind, wo man hingehen kann, wo man dieses Konzept ist so, dass das sind Bäume, Tannenbäume und da sind so kleine Wunschzettel. Und dann nehmt ihr euch eins und guckt drauf, was wünscht sich der Kleine oder die Kleine und dann geht ihr damit irgendwo hin, sucht dann das Geschenk aus. Ich hatte zum Beispiel mal irgendwie ich weiß nicht, wie der Kleine hieß, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber dann ging es dann darum, dass er sich einen kleinen Ball gewünscht hat. Na, habe ich einen Ball gekauft, also Fußball, war ja kein Problem. Und solche Kleinigkeiten halt, ne? Und da gibt es Kinder, die sind bedürftig, deren Eltern haben nicht das Geld, sich ihnen Weihnachtsgeschenke zu kaufen und dann könnt ihr dafür sorgen, dass die ein ganz tolles Weihnachtsfest haben. Wie gesagt, bis morgen geht die Aktion noch, das heißt, es muss morgen gemacht werden. Und, genau. Also ihr müsst quasi dafür, morgen die Geschenke schon abgeben, also ihr müsstet quasi morgen euch schnell so einen Wunschzettel von einem dieser Wunschbäume holen, Geschenke besorgen und könnt die dann bis morgen Abend abgeben. Da stehen verschiedene Adressen drin, wo ihr das abgeben könnt. Also guckt euch die Liste da einfach mal an. Ich verlinke die mit im Blog. Da sind die Adressen der Bäume, da sind die Adressen der Abgabestellen, wo ihr die Geschenke dann abgeben könnt. Ist eine tolle Aktion und jeder, der die ein oder andere mag, den ein oder anderen Euro hat, sollte das auf jeden Fall dahin investieren. Lieber ein Euro, keine Mark mehr. Ja, ist ja, ja. Ist im Sprachgebrauch manchmal noch so drin. Ja. Ja, ich glaube dann, ich habe keine weitere Empfehlung. Wie sieht es bei dir aus? Nö, ich habe jetzt erstmal auch keine weitere Empfehlung. Ich lasse mal die Woche so kommen und schau mal, was passiert. Also, nö, keine weitere Empfehlung. Wir hören uns ja wahrscheinlich in der Zwischenzeit nochmal, wenn wir Pokal gespielt haben und vielleicht gibt es dann da nochmal was. Genau, also dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Woche auch zu. Wir schauen mal, wie das nach Heidenheim passt, dass wir dann zumindest nochmal eine kurze Ergebnisfolge aufnehmen und dann haben wir vielleicht auch bis dahin nochmal die eine oder andere Empfehlung für euch für die Weihnachtsfeiertage am Start. Bis dahin sagen wir erstmal, genießt den Abend des, wenn ihr das hört, ist es nicht mehr der dritte Advent, aber genießt die Woche vor Weihnachten allen denen, die nach Heidenheim fahren, viel Spaß und ja, wir melden uns danach in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.